So, da geht's nach unten, da geht's raus. Aber wenn es zwei da ist die Werkstatt. Würde ich wegrennen und nicht zurückschauen. Da wohnen Wahl und so. Ich mein's ernst. Ich da auch. Ist das Ding, wo wir immer noch nicht genau wissen, was es eigentlich tut. Erstaunt. Da wohnt Kutalo. Da ist es mit den Pflanzen. Da wohne ich. Da ist der andere Ausgang. Da geht's nur. Hä? Wo hast du noch einen Raum aufgemacht, Gaia? Irgendwo ist im Keller noch irgendwo eine Tür, von der ich nichts mehr weiß. Mal gucken, wir stolpern bestimmt noch irgendwo drüber. Man tut also, als ob. Fangen wir mal bei Kutalo an. Der hat ja anscheinend auch eine Quest für uns. Vielleicht können wir ihm bei seinen Forschungen helfen. Hast du Zeit? Solange du willst. Ich muss jenseits der Westküste reisen. Zu den Ruinen, die im Nebel liegen. Ja. Ich suche nach einem Stamm, den Quen. Ich bin ihnen schon einmal begegnet. Sie sagten, sie kommen von jenseits des großen Ozeans. Ich hatte gehofft, die Tenakt wüssten mehr über sie. Hm. Es gab Gerüchte von Eindringlingen in dem Gebiet, aber wir dachten, es wären nur Banditen. Hekaru hat Patrouillen entsandt, aber ich habe sie nicht zurückkommen sehen. Wir hatten dringendere Sorgen, wie du weißt. Tut mir leid. Mehr weiß ich nicht. Ah, schon okay. Ich schätze, ich finde es früh genug heraus. Da ist etwas, das ich mit dir besprechen wollte. Das ist persönlich. Wenn du einen Moment Zeit hast. Natürlich. Ich rede erstmal über alles andere, aber dann klar. Ist was Interessantes passiert, als ich weg war? Ich habe einen guten Ort gefunden, um mit der Klinge zu trainieren. Oh, und wo ist das? Draußen, oberhalb der Basis. Dort ist ein Nest Sonnenflügel, die immer gern kämpfen. Hast du je überlegt, mit etwas zu trainieren, das dich nicht töten will? Das wäre dem Zweck des Trainings abträglich. Da stimme ich ihm tatsächlich zu. Hast du was Interessantes gefunden? Gaia sagte mir, wo ich Daten über die Kriegsführung in der alten Welt finde. Ich wusste, dass die Zehn gegen Maschinen kämpften, so wie wir. Doch es scheint, sie waren unter den Letzten ihrer Art. Später kämpften Maschinen gegen andere Maschinen im Namen gieriger Heerführer und deren Drang nach Ländern und Reichtümern. Wenigstens die Tenakt haben den Mut, bei Konflikten ihr Leben zu riskieren. Das ist natürlich sehr nobel, aber vielleicht brauchen wir vor allem weniger Konflikte. Ja, natürlich. Hekaru würde es auch so wollen. Hast du mit dem Fokus noch was anderes betrachtet? Gaia hat mir das Wissen gezeigt, das du in der Wüste entdeckt hast. Ich bin kein Kaplan, aber ich würde gerne testen, ob etwas vom Gelesenen wahr ist. Was denn? Die Alten glaubten, man könnte das große Wasser selbst mitten in der Wüste hören, wenn man die Schale eines Wasserlebewesens mit sich führt. Sie nannten sie Muscheln. Das klingt irgendwie seltsam. Ach, wie süß. Das ist irgendwie immer so knuffig, wenn die so wie so ein Kind halt nichts verstehen, aber es dann trotzdem irgendwie voll spannend finden. Was hattest du denn vor? Varl möchte die Unterschiede zwischen den Clans meines Volks lernen. Also habe ich ihn Tenakt-Geschichte gelehrt. Die ist gespickt mit Blut und Tod, aber auch mit ehrenwerten Taten und vernichteten Tyrannen. Vielleicht willst du auch davon hören, wenn unsere Mission vorbei ist. Es wäre mir eine Ehre. Was tun die Tenakt, um zu entspannen? Du weißt schon, in einer Trainingspause. Wir spielen Streit. Dein äußerer Freund, Erend, ist überraschend gut darin. Er hat mich aber noch nie geschlagen. Es hilft, strategisch zu denken. Schärft den taktischen Verstand. Klingt irgendwie trotzdem nach Training. Aloys sind Tenakt, die können nichts anderes als trainieren. Du hast gesagt, du willst mit mir über etwas reden? Ich habe mit Gaia gesprochen. Sie sagte, dass die Zeniths Metall mit Fleisch verbinden, um sich stärker zu machen. Könntest du mir helfen, das ebenfalls zu tun?
Du möchtest dir einen neuen Arm machen. Ja. Gaia meint, sie könnte solch ein Ding bauen, wenn ich die nötigen Daten und Materialien beschaffe. Sie glaubt, diese Dinge gibt es dort, wo Beta sich vor den Zeniths verbarg. Ihr altes Forschungslabor. Ich bin nicht so vertraut mit Maschinen der alten Welt wie du. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Es könnte gefährlich werden. Die Zeniths beobachten diesen Ort womöglich noch. Wir hatten schon beim ersten Mal Glück, lebend rauszukommen. Verstehe. Aber klingt, als wäre es das Risiko wert. Bei den Zehn, wir werden es durchziehen. Oh. Ja, komm, wir werden ihm helfen, dass er seinen Cyborg-Arm bekommt. Das wird so cool. Es war bestimmt schwer für ihn, sich so verletzlich zu zeigen und da um Hilfe zu fragen. Deswegen, oh, ich bin stolz auf ihn. Da helfen wir auf jeden Fall. Ich muss jetzt los. Hab einen langen Weg vor mir. Falls du Verstärkung brauchst. Ich weiß, wen ich frag. Ich ruf dich, wenn ich beim Zenith-Labor bin. Holen wir dir, was du für deinen neuen Arm brauchst. Danke, Aloy. Aber wenn wir einen neuen Arm haben, wer macht den dran? Keiner von uns ist Chirurg. Und ich weiß nicht, ob Gaia sowas machen kann. Die Energiezelle unten einzustecken, hat diese Hologramme eingeschaltet. Ach, das hat es damals gemacht. Das habe ich bis jetzt irgendwie nicht gefunden. Ah, weil da hatte Aaron ja irgendwas gesagt, dass plötzlich Lichter angegangen sind. Und ich die ganze Zeit so, hä, was für Lichter? Ich sehe keine Lichter. Okay, was habt ihr hier alles noch zu erzählen? Manche ernährten. Aloy, du gehst weiter nach Westen jenseits des Tenakt-Clan-Gebiets? Weißt du etwas über das Gebiet? Nur Hörensagen. Die Utaro erzählen Geschichten von einer Insel jenseits der Westküste. Sie nennen sie die Insel der Türme. Es heißt, die Alten hätten dort Türme gebaut, die den Himmel berührten, um weit weg von der Erde zu sein, die sie gebar. Als wollten sie nicht erinnert werden, dass sie einst zu ihr zurückkehren. Klingt wie etwas, das Ted Farrow tun würde. Ist San Francisco da ganz links in der Karte dann im Meer? Ich dachte, das wäre das DLC-Gebiet. Weil die reden ja die ganze Zeit davon, dass San Francisco vor der Küste ist. Okay, jetzt bin ich geografisch verwirrt. Wie viel hast du über Ted Farrow gelesen? Genug, um sich zu fragen, wie ein Mann, der sich so um die Heilung der Welt bemühte, sie einfach durch Gier und Stolz untergehen ließ. Wenn eine Seele so verkümmert, ich weiß nicht, ob ich ihn hasse oder bemitleide. Es sah aus, als hättest du da drüben an was gearbeitet. Da Gaia jetzt immer stärker wird, habe ich einen Weg gesucht, die Landgötter zu heilen. Selbst wenn manche hier finden, dass ich sie aufgeben sollte. Ich hab mich doch entschuldigt. Dein Freund dachte, es wäre eine gute Idee, die Landgötter durch neue Maschinen zu ersetzen, wenn Gaia sich erholt. Was nicht? Die Landgötter sorgen seit Generationen für unser Volk. Sie sind kein Spielzeug, das man einfach wegwirft. Selbst wenn sie nur Maschinen sind, die funktionieren, wäre es grausam, sie in ihrem Leiden aufzugeben. Ich bin sicher, dass Val das versteht. Jetzt schon. Allerdings musste ich erst ziemlich wütend werden. Ihr wisst, dass ich euch hören kann, oder? Wir alle wissen, wer in der Beziehung die Hosen anhat. Hast du je Erins Brettspiel gespielt? Streit? Ich habe es ihm gegeben. Ich hatte gehofft, es lenkt ihn genug ab, dass er uns mit diesem Death-Metal-Lärm verschont. Leider umsonst. Oh, warum passt es einfach so perfekt, dass Aaron Death-Metal hört? Oh, wie kann ich den Mann einfach noch mehr mögen? Geht's dir und Val gut? Beim Training, meine ich. Uns geht's gut. Obwohl ich zugeben muss, dass ich gerne mal eine Pause vom Studieren hätte. Nur wir zwei. Aber wer kümmert sich dann um Erend? Kotalo ist auch noch da. Ein lauter Osseram und ein grübelnder Tenakt. Was soll da schiefgehen? Ja, die haben doch gesagt, die spielen zusammen Streit. Ihr könnt schon mal ein bisschen hier Honeymoon-Urlaub machen. Was haben alle so gemacht? Ich habe versucht, gemeinsam mit Beta zu essen. Sie sollte sich mehr zu Hause fühlen. Vielleicht sogar hier oben schlafen, statt in diesem dunklen Keller. Hat keine Wirkung gezeigt. Der Versuch ehrt dich. Geduld bringt die reichste Ernte.
Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ja, mal schauen, ob wir die noch integriert kriegen. Macht dein Plan für die Landgötter Fortschritte? Ist der Neustartcode bereit? Ist er. Aber vor uns liegt harte Arbeit. Gaia hat mich gewarnt, dass die Landgötter in einem Netzwerk verbunden sind. Der Code muss an alle geschickt werden. Die meisten sind in Reinklang. Doch in den letzten Jahren sind 3 fortgezogen. So, Ti und Do. Wir müssen sie finden? Nein, wir wissen, wo sie sind. Sie sind schwer zu erreichen. So lief in einen See und versank. Do verschwand in einer gefährlichen Schlucht. Und Ti brach in einer Herde Maschinen zusammen. Okay, in Ordnung. Du gehst nach Reinklang und kümmerst dich um die Landgötter dort. Ich übernehme So, Ti und Do. Ich brauche ihre Positionen und den Neustartcode. Ich schicke dir die Daten zu. Mein Volk baute Schreine, wo die Landgötter gefallen sind. Wenn du sie siehst, bist du in der Nähe. Und nochmal. Danke für deine Hilfe. Wir lassen dein Volk nicht verhungern, So. Versprochen. Den See mit dem, den haben wir ja schon mal gefunden vor sehr langer Zeit. Das war ja in der Nähe bei den Utaru da gleich. Ich muss jetzt gehen. Hoffentlich kriege ich, was wir brauchen, um Hephaestus zu schnappen. Danach brauche ich die Hilfe von euch allen. Wir sind bereit. Dieser ganze Plan mit Gemini, das klingt mir irgendwie sehr ziemlich nach Endfight-Areal. Da brechen wir dann alle irgendwo auf und machen dann da irgendwie Unruhe und dann kommen die Zeniths alle an und dann gibt's hier groß Krieg wahrscheinlich. Hey Leute, du bist hier. Hast du die Quen bereits getroffen? Noch nicht. Nach all dem Ärger bei der Beschaffung der Unterfunktion ist nicht fair, dass du mit den Quen auch allein klarkommen sollst. Es ist sicherer so. Sie halten mich für Sobek oder so ähnlich. Sie werden mir nichts tun. Aber zu anderen wären sie wohl nicht so nett. Wenn du meinst, sag Bescheid, wenn du was brauchst, bevor du gehst. Ich meine, Alva hat ja auch gesagt, die wären zu mir auch nicht nett, wenn ich hingehe. Insofern kann auch spannend werden, wenn wir da mal hingehen. Du hast die Forschung hoffentlich nicht vernachlässigt, als ich weg war. Riskieren, dass So mich verprügelt? Ich liebe mein Leben. Also, ich habe von Ted Farrow gelesen. Wie er die Welt zerstörte und sich verkroch, nachdem er die Retter getötet hatte. Der hatte es wirklich in sich. Und du und So, ihr habt etwas gestritten, stimmt's? Du hättest nicht vorschlagen sollen, dass Hephaestus die Landgötter in Reinklang durch neue ersetzen könnte. Ich wollte niemals ihre Traditionen missachten. Doch ich habe versucht, die Dinge anders zu sehen. Mehr wie du, weißt du, eine Maschine, einfach nur als Maschine. Ja, ich hab dich in Schwierigkeiten gebracht, stimmt's? Nicht deine Schuld. Keine Sorge. Zwischen dir und So scheint es wieder besser zu laufen. Ich hab ein paar Stunden lähmende Stille durchlitten. Dann schienen sie weiterzumachen. Gewissermaßen. Wie machen die Leute das? Woher weiß ich, dass das nächste, was ich sage, nicht nach hinten losgeht? Was, wenn eine Entschuldigung nächstes Mal nicht reicht? Gibst du ihr ein ausgestopftes Tier? Du bist echt fies, weißt du das? Warum glaubst du, dass ich irgendetwas darüber weiß? Das kriegst du hin. Du verlässt mich wieder, hä? Huh? Wenn sie mich kalt macht, bist du schuld. Ja, also Aloy ist jetzt wirklich die Letzte, die man nach Beziehungstipps fragen darf. Also, es gibt ja wohl wenige Leute, die sich noch weniger damit auskennen. Also allein schon platonisch zwischenmenschliche Beziehungen fallen hier ja schon schwer genug und alles andere, da wollen wir gar nicht erst damit anfangen. Eieiei. Kannst du alle auf die Mission vorbereiten, während Beta und Gaia die Anlage bauen? In Ordnung. Was ist? Nichts, nur dass sich einfach alles ändern wird. Wir holen Gaia und sie hilft uns, alles richtig zu machen. Ohne Zeniths, keine Störungen mehr. Es wird eine andere Welt sein. Ich freue mich, aber wie die Nora wohl reagieren werden. Und die Kaja und, naja, alle anderen. Konzentrieren wir uns darauf, Gaia zu reparieren. Du hast recht. Wir müssen eine wütende KI stoppen. Aber es kann ja nicht komplett alles gut gehen und klappen, weil erstens gibt es hier ein DLC und zweitens hieß es ja, glaube ich, irgendwo mal, dass Horizon eine Trilogie wird. Und wenn das noch aktuell ist,
wird es ja irgendwann einen dritten Teil geben in ein paar Jahren und da muss ja wieder dann irgendwas schieflaufen, was wir reparieren müssen. Und wenn einfach alles Friede, Freude, Eierkuchen ist und Gaia einfach die Welt schön machen kann mit friedlichen Maschinen und alles klappt, dann bräuchten wir ja nichts mehr zu tun. Wenn ich die Omega-Freigabe bekomme und wir Hephaestus schnappen, sind wir den Zeniths vielleicht überlegen. Ich bin gespannt auf ihre Gesichter, wenn sie die angreifenden Donnerkiefer sehen. Besser sie als wir, zur Abwechslung. Ich melde mich, wenn ich etwas brauche. Verstanden. Außerdem wurden alle an den Impulsgeneratoren geschult. Gut. Ihr habt die Impulsgeneratoren noch nicht mal gebaut. Wie wollt ihr die schulen? So, Aaron, hast du irgendwelche Musikempfehlungen? Habe ich was von einer Reise nach Westen gehört? Wir brauchen noch eine Sache, bevor wir Hephaestus kriegen können. Das wäre ja auch zu einfach gewesen. Du hast dich bestimmt schon an den Fokus gewöhnt. Ich kann die Schwachstellen der Maschinen treffen. Das ist doch schon mal was. Ich wünschte, mit den anderen Daten wäre es auch so leicht. Ganz ehrlich, die Hälfte der Daten ist nur schwer zu verstehen. Und die andere Hälfte erinnert mich nur daran, dass es bei dem Kampf nicht reicht, einen Hammer zu schwingen. Dabei kann ich das so gut. Aber hey, ich muss einfach noch mehr lernen, ne? Mich nützlich machen. Hab Geduld. Und es ist ja auch jeder in was anderem gut. Es muss ja nicht jeder in allem gleich gut sein. Manchmal braucht man auch wen, der einfach nur guten Hammer schwingen kann. Hast du interessante Daten gefunden? Ich habe Gaia gebeten, mir etwas zum Anschauen zu besorgen. Und sie hat die Mutter aller Schmieden gefunden. Sie nannten sie Sport. Es stellte sich heraus, dass die Alten einander dauernd umrannten oder schlugen und Punkte sammelten. Es waren Spiele. Etwas salziges Essen, frisches Bier und das halbe Anrecht würde zuschauen wollen. Sie nannten es Sport. Ach, Aaron. Bitte veränder dich nie. Was hast du mit dem Fokus noch gelernt? Ich habe mich über diesen Ort Vegas schlau gemacht. Gaia hat uns alles gezeigt, was passierte, als du das Poseidon-Ding geholt hast. Dieser Morland scheint ganz pfiffig zu sein. Obwohl es mutig ist, die Tenaktlande für eine Lichtershow zu riskieren. Vielleicht sollte ich mal nach ihnen sehen, nur um sicher zu gehen. Okay. Ja, das machen wir auf jeden Fall noch. Vielleicht kann Aaron ja mal mitkommen und sich die Lichtershow anschauen. Es ist fast ein bisschen wie so Halbzeitparty beim Sport. Gibt es was Neues, das ich wissen sollte? Wir sollen so helfen, mehr Pflanzen hierher zu bringen. Offenbar nicht, um sie zu essen. Wenn man mich fragt, mir gefällt es auch so hier. Metall ist schlicht, aber stark. Das ist doch in Ordnung. Wer braucht das Grünzeug denn? Wie läuft's mit Kotalo? Immer noch Angst vor ihm? Oh, sie denkt, sie ist witzig. Tatsächlich habe ich Streit mit ihm gespielt. Ich musste mir viel von der Unterhaltung selbst zusammenreimen. Aber ich lebe noch. Schön zu hören. Oh, das wird noch eine echte Bromance. Ich muss jetzt weiter. Ich glaube, ich weiß die Antwort. Aber brauchst du sicher keine Hilfe? Gaia hat den anderen Stamm erwähnt, den du gefunden hast. Die Quen. Sie klingen echt fies. Ich komme mit ihnen klar. In der Zwischenzeit bereitet Val dich auf den nächsten Schritt vor. Pass auf dich auf, Aloy. Das ist eigentlich schon ein bisschen fies. Die ganze Zeit dürfen sie alle nicht mithelfen. Und dann, wenn es so super wichtig ist für den ganzen Schlusskampf Rettung der Welt, dann müssen sie plötzlich alle her und alle irgendwie mitmachen können. Und keiner weiß, was eigentlich zu tun ist. Hier da unten geht's zu Beta. Ist dann hier die Tür neu offen? Nee, hier waren wir schon mal. Ja, er meinte doch irgendwann bei den Servern hat sie noch eine Tür aufgemacht. Was ist hier? Ist das hier neu? Ich glaube nicht.
Eloy würde ja wahrscheinlich was sagen, wenn wir hier eine neue Area irgendwo betreten. Da können wir auf jeden Fall... Die Tür ist jetzt neu offen. Haben wir hier irgendwo noch eine Batterie, die wir da unten reinpacken können? Da war doch irgendwie was. Hier ist eine Batterie auf jeden Fall. Das jetzt schon eine drin. Oder nicht? Kann die nicht da reinpacken, jedenfalls. Ich sollte die hier unten lassen. Wo muss die hin? Die sollte ich nicht nach oben bringen. Hm. Dann ruhig die hier unten irgendwo. Wieso ist die Tür jetzt zu? Peter wollte diesen Raum als persönlichen Bereich nutzen. Ich habe ihn auf Ihren Wunsch gesperrt. Okay. Hier könnte eine Energiezelle reinpassen. Der Tresor. Hinter der Lüftung im Keller war eine verschlossene Tür. Ist er das? Ich muss vorsichtiger sein. Jensen hat fast etwas bemerkt, als wir die Daten des Diagnosezentrums durchgegangen sind. Ich habe nichts gegen den Rest des Teams, aber sie haben sicher alle Familien, die sie im Elysium wiedersehen werden. Und ich? Ich konnte nicht mal August begraben. Ich habe nur noch meine Erinnerungen an ihn. Die werde ich nicht auch noch erlöschen lassen. Der Tresor ist für uns, niemanden sonst. Noch 11 Wochen. Bis zur Fixierung der Baupläne. Der Rest liegt dann bei Gaia. Das hatten wir dann aber schon gefunden, ne? Wenn ich jetzt hier die Energiezelle reinpacken, geht dann da die Tür auf? Okay, die Konsole hat jetzt Strom. Was hat das jetzt... Ach, hier. Diesen Daten zufolge hatte Festus versucht, sich in die Werkstatt zu hacken. Scheint ihm nicht geglückt zu sein. Okay. Hätte ich da jetzt irgendwas sehen sollen? Werkstattprotokoll. Gottes Willen. Ja gut, das ist nur, dass Herr Festus hier irgendwie rein wollte. Das ist tatsächlich die ganze Aussage davon. Was hilft mir das jetzt? Ah gut, Beda, hast du noch irgendwas zu erzählen? Irgendwas Hilfreiches? Hi. Ich bin wieder da. Was willst du wissen? Hast du alles, was du brauchst, um die Anlage und den Impulsgenerator zu bauen? Gaia hat mir die Pläne geschickt. Die Entwürfe sind bescheiden ohne Hephaestus Fähigkeiten, doch sie sollten funktionieren. Ist ohne Omega-Freigabe aber belanglos. Ich werde sie finden. Und du? Mach einfach den Transport bereit, bis ich zurückkomme. Und wehe, du stellst dich am Ende doch noch als Spitzel raus und fällst uns in den Rücken, dann werde ich aber böse. Was kannst du mir noch über Tilda sagen? Sie
redete gern über ihre Gemälde. Was ist mit dir selbst? Sprach sie je über ihr Leben auf der Erde oder wie sie zu den Zeniths kam? Etwas in der Art? Sie hat nie viel über sich erzählt und sie hasste es, wenn ich zu viele Fragen stellte. Aber ich glaube, auf der Erde war sie eine gute Programmiererin. Sie hat einen Datenkanal eingerichtet, den niemand entdeckt hat. Gibt es sonst noch etwas an ihr, das wir zu unserem Vorteil nutzen könnten? Sie war die erste reale Person, die je mit mir geredet hat. Ich habe sie nicht auf Stärken und Schwächen analysiert. Und Tilda stellte den Kontakt über einen Datenkanal her? In meinem Trainingsinterface erschien er als neue Aufgabe. Als ich ihn öffnete, gab es eine Reihe von kurzen Störimpulsen. Sie ergaben eine transpositionale Chiffre. Anweisungen, wie man einen neuen virtuellen Raum öffnet. Als ich ihn betrat, verschwand mein Trainingsinterface. Anstatt der holographischen Lehrer und Dateien betrat ich eine perfekte Simulation ihres Zuhauses. Die anderen Zeniths wussten wirklich nichts davon. Für sie sah es aus, als würde ich noch üben. Mich allein beschäftigen. Okay, das erzählt uns jetzt alles irgendwie nicht mehr, als wir eigentlich eh schon wissen. Warst du überhaupt schon jemals da oben? Nicht wirklich. Baal kommt manchmal runter zum Reden. Er fragt immer, ob es mir gut geht. Ich dachte, er wollte sich nach meiner Produktivität erkundigen. Aber er scheint wirklich mit mir reden zu wollen. Ja, das denke ich auch. Die ist halt wirklich gar nicht gewöhnt, irgendwie menschlichen Kontakt zu haben und dass Leute einfach nur irgendwie miteinander chillen und reden wollen. Hast du mit sonst jemand in der Basis geredet? Ich spreche mit Gaia. Sie erkundigt sich, wie es mir geht und befragt mich zu verschiedenen Themen. Hätte ich von einer KI nicht erwartet. Das ist alles Elizabeths Verdienst. Sie glaubte, Gaia müsste sich kümmern. Nicht bloß ihren Programmbefehlen folgen. Ich weiß. Unabhängige emotionale Prozesse ermöglichten der früheren Gaia-Version schließlich, dich zu erschaffen. Ja, ich denke schon. Also, mit wem außer Val und Gaia hast du noch geredet? So erzählte mir von eurem Treffen nach deiner Flucht aus dem Hades-Labor. Ich wusste nicht, dass du schwer verwundet warst. Hätten die Zeniths dich getötet, wäre das Leben auf der Erde verloren. Meine Flucht wäre umsonst gewesen. Aber sie haben mich nicht getötet. Und dank Val und Zoe habe ich mich wieder erholt. Du hast gesagt, du redest manchmal mit Val. Worüber? Er erzählte mir von eurem Stamm, den Nora. Und eurem Erprobungsritual. Ich sagte ihm, wäre ich in dem Stamm geboren, hätte ich die Erprobung nie bestanden. Sie erfordert eine Menge körperliches Training, aber es gibt noch viele andere Rollen außer der des Jägers. Ich denke, ich wäre für keine davon geeignet. Na, dann ist ja gut, dass du keine Nora bist. Alter Eloy, ich weiß, ich habe von deinen nicht vorhandenen Social Skills geredet vorhin, aber uff. Sei doch nicht so fies. Das reicht erstmal. Gut. Ja gut, das war jetzt nicht so wahnsinnig erhellend. Dann haben wir hier soweit mit allen geredet jetzt, glaube ich, ne? Gut. Dann kann ich schon mal einen Schritt vor die Tür machen wieder, dass ich die normale Landkarte wieder sehen kann. Mal schauen, wo unsere ganzen neuen Questmarker alle hinführen. Hey, immer schöne Aussicht hier. Der Weg zur Küste ist weit. Wenn du unterwegs Vorräte brauchst, solltest du nach Schluchtrand gehen. Das ist ein Dorf des Tiefland-Clans, südwestlich des Hains, im Herzen des Dschungels. Okay, danke für den Tipp. Ah, cool, dankeschön. Ach, Kutalo ist so nett, wenn er mag. Okay. Also die Schreine für die Landgötter sind hier, da und
da, okay. Dann da oben ist die Quest für seinen Arm. Da können wir den Flugschreiber bei Gelegenheit dann noch mit einsammeln. Und tatsächlich, San Francisco ist dann tatsächlich außen im Wasser. Langhals-Landfall, stimmt, steht ja auch hier. Dann ist Landfall hier drüben überall. Das hatte ich irgendwie nicht erwartet. Da unten ist Schlucht dran. Na gut, da kommen wir grob, je nachdem wie wir langlaufen, eh vorbei. Und dann können wir in Dornmarsch auch noch vorbeigucken. Cool, cool. Dann würde ich auf jeden Fall halt die Landgötter-Quest machen und die Quest für Kotalos Arm. Und dann hier unten in der Wüste nochmal die Nebenquests ein bisschen checken gehen. Auch so hier mal wieder in Las Vegas vorbeigucken. Wie schon gesagt, irgendwann auch mal noch die Ruinen- und Rebellenlager mal ein bisschen noch machen. Aber die haben jetzt so ein bisschen zurückgestellte Priorität erstmal. Und dann gucken wir hier weiter in den Westen auf jeden Fall noch. Da haben wir dann wieder viel Neues zu erkunden und zu finden. Aber ansonsten mache ich an der Stelle hier jetzt erstmal Schluss. Dann mal wieder vielen herzlichen Dank fürs Zugucken. Wirklich vielen, vielen Dank an alle, die auch neu dazugekommen sind und die ganze Zeit schon von vornherein dabei waren. Ich freue mich wirklich über jeden einzelnen View, jeden Like, jeden Kommentar. Da freue ich mich wirklich immer sehr, wenn ich irgendwas zu lesen kriege. Da geht mir das Herz auf. Also vielen, vielen Dank für alle, die zugucken. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Horizon Forbidden West. Bis dahin, auf Wiedersehen. Tschüss.